Und damit ein ganz herzliches Willkommen hier zu einer weiteren Folge von SimCity 4 Deluxe. Und ich würde sagen, wir starten auch gleich durch. Die letzte Aufnahme, muss ich ehrlich gestehen, ist für mich schon etwas länger her. Deshalb muss ich mich hier erst wieder einfinden. Aber wir drücken erstmal auf Play und schauen natürlich, was die Leute wollen. Okay. Dann, das muss ich mir kurz anschauen. So, also sie möchten schwaches Gewerbe, ein bisschen hohes und ein bisschen mittlere Güter. Agrar wollen sie gar nicht mehr. Warum auch? So, dann das Industrie 1 wollen sie, also jedes Industrie auf jeden Fall. Okay, also sie möchten das hier, das ist egal wo. Das soll nicht in der Industrie sein, okay, und das ist auch egal wo. Dann haben wir noch das. Okay, das soll... Ich weiß halt nicht. Agrargebiet. Okay. Ein Hightech möchte ja dort überhaupt nicht hin. Hightech möchte ja nur wirklich ins Wohngebiet. Okay, ja gut, das ist, das wäre auf jeden Fall machbar. Was habe ich denn hier angelegt? Weiß ich schon gar nicht mehr. Deshalb könnten wir hier anfangen. Ja, beispielsweise, wir könnten hier anfangen mit dem Gewerbegebiet. Ich weiß noch gar nicht, was ich hier geplant habe, aber... Ich ziehe es jetzt einfach mal durch. Eins, zwei, drei. Hier. Dann haben wir hier Nummer 1. Und 1, 2, 3. Flop 1, 2, 3. Oh, cool. Das würde ja genau bis da reichen. Das ist natürlich spitzenmäßig. So. Ich lass kurz Pause. Möchten sie wohnen? Ne, wohnen möchten sie gar nicht. Das ist nicht so gut. Aber ich könnte hier Hightech erstellen. Dann durchschnittlich wollten sie auch. Okay, alles klar. Aber nicht so viel. Das heißt durchschnittlich und stark teilt sich dann hier so ein Feld. Okay, möchte... Jetzt muss ich kurz schauen. Möchten denn die hier hinziehen? Nee, okay. Denn ist eh scheißegal. Dann machen wir. Mal so, würde ich mal sagen. Wir müssen noch die Rohrleitungen erweitern. Und dann könnten wir tendenziell mal auf Play drücken. So. Sind eigentlich mittlerweile meine Bäume dort hinten gewachsen? Können wir gleich mal anschauen.
wegen der Luftverschmutzung. Ach du heilige Bewahren, das war, glaube ich, hier. Oh ja, manche sind schon gewachsen. Das heißt, die Luftverschmutzung ging ein bisschen zurück. Okay, die ist jetzt nur noch auf gelb. Aber bis die wahrscheinlich alle ausgewachsen sind, wird das noch ein bisschen dauern. Ja, hier sind überall noch Rohlinge. Oder Setzlinge heißt es ja, glaube ich. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen warten. Warum habe ich eine Feuerwehr hier hingeschickt übrigens? Was genau ist das? Wie mache ich denn das nun mal? Geh zur Katastrophe. Gibt's keine. Okay, dann gehst du hier hin. So. Gut. Wir haben noch 180.000. Darauf habe ich ja auch überhaupt nicht geachtet. Aber wir machen Plus. Das ist doch schon mal schön. Oh, was haben wir hier? Du hast keine Anbindung. Oder was hat keine Anbindung? Du. Ja, dann bau halt nicht so beschissen da hinten ran. Ganz ehrlich. Schwaches wollen sie nochmal haben. Kein Problem. Da gemacht. Okay, warum wollen sie keinen neuen Einwohner? Okay, die Energie könnten wir mal ein bisschen hochkurbeln. Okay. Ciao. Der hat einfach mal, ja. Okay, was macht die Wasserverschmutzung? Oh, die ist wieder bei 4. Das heißt, wir müssten eigentlich noch mehr Klärwerke bauen. Okay. Ja gut, müssen wir gucken, wie wir was machen. Warum sieht das eigentlich so schäbig aus? Arbeit 0. Das ist natürlich nicht so gut. Bildung nach Alter. Okay. Bildung. Okay, ist da hinten ja durchaus schlecht. Die ist da durchaus schlecht. Dann wir machen gerade viel Plus. Ich bin am Überlegen, ob wir jetzt endlich hier die. Oh, wir haben ein Zweitligastadion. Gottes Willen, was haben wir denn hier alles? Kostet halt 82.000. Das ist. Boah. Das ist mehr als viel. Dieses Kraftwerk.
Boah, 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 boah. Das wäre halt eine Mega-Investition. Und wenn wir halt hier nicht. Was haben wir, die Uni? Bam, bam, bam. Wo könnten wir am besten die Uni hinbauen? Auf jeden Fall nicht hier irgendwo an den Rand. Das ist blöd. Ich baue jetzt hier erstmal eine Grundschule. Wo wir das Geld erstmal runterdrücken, auf 100 oder so. Und dann müssen wir nochmal überlegen wegen einer weiterführenden Schule. Oh. Was ist das? Städtische Hochschule, weiterführende Schule. Ob wir nicht diese weiterführende Schule vielleicht hier oben hinpacken? Weiterführende Schule. Wisst ihr, ob wir das nicht hier hinpacken? Wie konnte ich drehen mit Ende, glaube, ja. Ob wir die nicht hier hinsetzen? Anzahl Schüler, Schülerkapazität. Ja, genau, und dann reißen wir die hier ab. Was hat uns eigentlich das gekostet? 1500, das ist ja noch okay. So, weil jetzt haben wir ja eigentlich ein großes Gebiet, wo es abdeckt. Also hier unten die kleinen da. Ich glaube, das Ganze braucht auch ein bisschen, bis die ein bisschen schlau werden. Bildung, Feuergefahr, Gesundheit. Okay, da haben wir einfach expandiert nach da hinten und haben uns nicht weiter drum gekümmert. Das ist natürlich auch wieder sehr spitzenmäßig gewesen von mir. Oder wir machen es hier hin. Von was ist das bereits belegt? Achso, ja gut. Ja, oder wir, wie gesagt, wir machen so. Dann kommt das wieder weg. Machen wir nun noch Plus? Oh ja, tatsächlich. Okay, aber alle Nachfragen gehen gerade runter. Das ist natürlich auch nicht so der Renner. Die Luftverschmutzung ist immer noch hoch. Na gut, da müssen wir halt warten, bis die ganzen Bäume hier gepflanzt worden sind. Beziehungsweise bis die aufgegangen sind. Ahorn. Ich frage mich, warum ich hier keine platziert habe, weil hier ist ja im Grunde das stärkste verschmutzte Gebiet.
Okay, hier oben steht noch eine Fläche frei. Okay, hier habe ich überall gepflanzt. Hier nicht. Warum? Na gut, wir kaufen einfach mal wieder für tausende Euros Bäume ein. Na, hier in der Mitte gefällt es mir doch schon ziemlich gut. Ne? Hier ist die höchste Ausbaustufe. Oh, was haben wir hier? Aufgrund langer Pendelstrecken verlassen. Ja gut, dann wird das abgerissen. Das ist voll. Aufgrund von langen Pendelseiten. Ja gut. Ja. Was soll ich dazu sagen? Ich glaube, da sage ich gar nicht mal so viel zu. Ihr möchtet weitere Industrie haben? Okay. Alles kein Problem. Wir können auch das jetzt durchschnittlich machen. Und hier starkes draus machen. Wie ist's eigentlich mit dem... Gibt's einen Lärm? Okay, Verkehr. Haben wir eigentlich bis auf hier ziemlich gut im Griff. Sind da jetzt echt so viele Straßen drin? Ne, das sind die unterirdischen. Sind es die unterirdischen Wege? Oh ja, tatsächlich. Da staut sich's auch hier. Ja. Das ist normal. Verkehrsstauvolumen. Hohes Volumen. Ah, okay. Pendler morgens, Pendler abends. Das kann ich auch alles noch eingeben. Gottes Willen. Volumen hoch U-Bahn. Hier ist am meisten. Das ist sehr interessant. Wirklich sehr, sehr, sehr interessant. Wenn ich jetzt... Moment, ich guck mal kurz die Zonen an. Okay, was ist, wenn ich jetzt mir hier... Nein, das hier anguck. Von wo kommen die? Kommen die jetzt hier aus der Gegend oder kommen die auch zum Beispiel von rechts? Kommen auch von rechts. Das ist alles lokal. Das große hier. Okay, sobald es größer wird, kommen sie von weiter weg. Aber das geht ja eigentlich alles. Stimmt, einen Zug haben wir ja noch gar nicht eingebaut, Mensch. Wo bauen wir denn den jetzt noch rein? Scheiße.
Was haben wir denn alles für Transportwege? Wir schauen uns jetzt diese Folge noch an, was wir alles haben, und dann können wir nächste Folge anfangen, würde ich sagen, mit Bahnhöfe setzen. Also wir haben Passagier, Güter, großer Güter. Was brauche ich da? Gewerbebesiedlung 172.000. Alles klar, ich bin bei 30.000. Und es gibt noch eine Monorail. Ne, die brauchen wir nicht. Industrielle Betriebsstoffe können verladen und schnell produziert werden. Okay, das muss in die Industrie rein. Okay. Wie groß ist der? Oh Gott, der ist ja klein. Der muss an die Industrie. Und die Person, den kann ich ja hinsetzen, wo ich will. Das wird jetzt halt ein bisschen schwer, weil wir die ganze Stadt eigentlich schon geplant haben. Oh, was sehe ich denn da? Wir haben ja eigentlich schon die ganze Stadt durchgeplant. Das ist jetzt echt ein bisschen blöd. Na gut, egal. Ich würde mich für diese Folge verabschieden, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und bis dahin wünsche ich euch noch was. Ciao.